Wird im Jahr 2024 die Welt untergehen? Diese Frage beschäftigt zurzeit viele Menschen in den sozialen Medien. Düstere Prophezeiungen und schreckliche Weltuntergangsvorhersagen für das Jahr 2024 haben sich in den letzten Wochen stark gehäuft, wie nie zuvor. Insider aus Politikerkreisen behaupten, dass in diesem Jahr ein verheerendes Ereignis stattfinden wird, das die ganze Welt betreffen soll. Die Bundesregierung soll davon Bescheid wissen und bereits umfangreiche Maßnahmen vorbereitet haben. Es soll sogar ein geheimes Dokument der Bundesregierung existieren, in dem all diese Maßnahmen aufgeführt und genau erklärt werden. Auf diese heftigen Maßnahmen werden wir gleich im Video näher eingehen. Wir haben lange recherchiert, um herauszufinden, um welches Ereignis es sich handeln könnte. Was wir herausgefunden haben, ist äußerst schockierend. Doch bevor wir euch präsentieren, was wir entdeckt haben, möchten wir an dieser Stelle nachdrücklich betonen, dass wir hoffen, dass diese schrecklichen Ereignisse niemals eintreten. TikTok-Nutzer warnt vor dem Ausbruch eines gefährlichen Virus im Jahr 2024. Ein mysteriöser TikTok-Nutzer mit dem Namen Eno Alaric behauptet, ein echter Zeitreisender aus dem Jahr 2714 zu sein, und warnt die Menschheit vor einem Zombie-Virus, der 2024 ausbrechen soll. Eno Alaric sagt, dass im Jahr 2024 ein Virus, das er als Zombie-Virus bezeichnet, ausbrechen wird. Dieses Virus soll eine Art von Krankheit verursachen, die durch ihre Symptome und Auswirkungen als Zombie-ähnlich charakterisiert wird. Laut Alarics Aussagen hat das Virus seinen Ursprung in den Eiskappen, was darauf hindeutet, dass der Erreger über einen langen Zeitraum in tiefen Eisschichten eingeschlossen war und erst durch das Schmelzen der Polkappen freigesetzt wird. Dies deutet auf die aktuelle Sorge hin, dass durch die globale Erwärmung und das Abschmelzen der Eiskappen bisher unbekannte Mikroorganismen freigesetzt werden könnten. Er gibt an, dass dieses Virus innerhalb von wenigen Wochen über 350 Millionen Menschen weltweit infizieren wird, was auf eine sehr schnelle und weitreichende Verbreitung des Erregers hindeutet. Die Folge dieser Ereignisse soll eine globale Pandemie sein. Was das für uns bedeutet, müssen wir euch, glaube ich, angesichts der letzten Jahre nicht erklären. Als ob das nicht schon genug wäre, warnt Eno Alaric auch vor einem gigantischen Sonnensturm, der obendrein noch zu einem globalen Blackout führen soll. Stromausfall gepaart mit einem Zombie-Virus. Herzlich willkommen in der perfekten Zombie-Apokalypse. Was für eine grausame Vorstellung. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vielen Dank. Zeitreisender aus dem Jahr 2049 warnt vor einem Zombie-Virus. Ein anderer TikTok-Nutzer sorgt aktuell für Angst und Schrecken. Er behauptet nämlich, aus dem Jahr 2049 zu kommen und warnt ebenfalls vor einem gefährlichen Zombie-Virus, der von 2023 bis 2024 ein Viertel der Menschheit infizieren soll. Das würde bedeuten, dass dieser Virus bereits im Umlauf ist. Die Vorstellung von Zombies als untote, menschenfressende Wesen ist für viele Menschen ein Produkt der Fiktion und Filmindustrie. Allerdings gibt es in der Natur Phänomene, die uns zeigen, dass eine Zombie-Apokalypse vielleicht doch nicht so abwegig ist, wie wir jetzt denken. Parasiten zum Beispiel können das Verhalten ihrer Wirte beeinflussen, oft auf bemerkenswerte und gruselige Weise. Der Parasit namens Toxoplasma gondii ist bekannt dafür, das Verhalten von Ratten zu verändern. Ratten, die mit diesem Parasiten infiziert sind, verlieren ihre natürliche Angst vor Katzen. Dieses Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Ratte von einer Katze gefressen wird, was dem Parasiten hilft, in seinen Endwirt, die Katze, zu gelangen, wo er sich fortpflanzen kann. Manche Experten behaupten, dass dieser Parasit auch Menschen befallen kann, mit gravierenden Auswirkungen auf das menschliche Verhalten. Somit wären wir beim gefährlichen Zombie-Virus. Ein äußerst gruseliger Gedanke. Der TikTok-Nutzer behauptet jedoch, dass alle Infizierten geheilt werden können. Ein weiterer TikTok-Nutzer behauptet, ein Zeitreisender aus dem Jahr 2096 zu sein und hat ebenfalls eine Vorhersage über eine zukünftige Pandemie im Jahr 2024 gemacht. Nach seinen Behauptungen wird bald ein gefährlicher und mysteriöser Virus in einem Land der dritten Welt ausbrechen und sich weltweit verbreiten. Doch wie wahrscheinlich ist,
So eine Zombie-Apokalypse, wie wahrscheinlich eine Pandemie ist, haben wir alle in den letzten Jahren zu spüren gekriegt. Gewisse Leute in der Politik nehmen das Ganze auf jeden Fall so ernst, dass bereits ein Dokument mit verschärften Maßnahmen existiert, das im Falle des Ausbruchs eines Zombie-Virus sofort in Kraft treten soll. Nun möchten wir euch die wichtigsten Maßnahmen aus diesem Dokument erläutern. Sofortige Verhängung einer ganztägigen Ausgangssperre im gesamten Bundesgebiet. Das unerlaubte Verlassen des Hauses oder der Wohnung ist streng verboten. Einsatz von Militär- und Spezialeinheiten zur Sicherung und Überwachung von Schutzzonen und zur Durchsetzung der Quarantänebestimmungen. Aufbau von abgeriegelten Quarantänezentren für infizierte oder verdächtigte Personen. Rigorose Überprüfung und Isolation aller Personen, die Symptome aufweisen oder Kontakt mit Infizierten hatten. Verpflichtende Evakuierungen aus infizierten oder gefährdeten Gebieten. Notfalls auch durch Anwendung von Gewalt durch Sicherheitskräfte, um die Quarantänebestimmungen durchzusetzen. Mobilisierung aller verfügbaren Ressourcen für die Forschung an einem Gegenmittel oder Impfstoff. Eventueller Einsatz experimenteller und ungetesteter Behandlungsmethoden in extremen Fällen. Sofortige Schließung aller Bundesgrenzen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Das Ein- und Ausreisen ist strikt verboten. Etablierung einer Notversorgungskette für Lebensmittel, Wasser und Medikamente. Einsatz von Militär- und Spezialfahrzeugen für Transport und Logistik in Krisengebieten. Etablierung eines Notfallkommunikationsnetzwerks, um die Bevölkerung kontinuierlich zu informieren und Anweisungen zu geben. Nutzung aller verfügbaren Medienkanäle, einschließlich Notfall-Rundfunkdurchsagen. Aussetzung der Grundrechte des einzelnen Menschen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Ermächtigung von Sicherheitskräften zur Anwendung außerordentlicher Maßnahmen im Kampf gegen die Bedrohung. Ziemlich harte Maßnahmen. Wir können nur hoffen, dass so etwas niemals passiert. Nun aber freuen wir uns auf eure Meinungen darüber. Was denkt ihr über diese düsteren Prognosen, die bereits dieses Jahr zur Realität werden sollen? Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.